Shalom und herzlich willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem neuen Video. Lange ist es her, dass ich mich hier vor die Kamera gesetzt habe, um ein Video aufzunehmen. Und ich muss mich auch, um ehrlich zu sein, echt zusammenreißen, weil es mir immer noch nicht so ganz gut geht. Und ich wollte eigentlich auch keine Videos mehr machen. Ich habe jetzt in Vergangenheit so viel erleben müssen, dürfen, wo ich mir gedacht habe, boah, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr. Ich habe ja auch viele Videos gelöscht, knapp 200 Videos habe ich, glaube ich, gelöscht und bin immer noch nicht ganz fertig mit dem Löschen. Ja, meine lieben Geschwister, weil sich auch im Laufe der Jahre einfach auch viele Ansichten geändert haben. Ich bin damals durch private Probleme, durch Sorgen und Kummer und durch extrem starke Anfechtungen, die ich auch so innerhalb der Familie hatte, auch in der Gemeinde, so was ich in der Gemeinde alles so erlebt habe. Und man hat in irgendwelchen Foren diskutiert, so wie ich das mitbekommen habe, ob ich abgefallen bin. Ja, naja, auf jeden Fall bin ich abgerutscht. Ja, ich betone abgerutscht, nicht abgefallen. Ja, mir ging es richtig, richtig dreckig, also richtig, richtig dreckig. Aber schon bevor ich abgerutscht bin, ja. Wie mit diesem Obdachlosendienst, wo ich da unter den Drogenkranken gedient habe. Einige von euch haben das Video vielleicht gesehen. Im Dienst des Herrn oder so heißt es, glaube ich, das Video. Ich weiß es jetzt gar nicht. Da fing das alles an bei mir schon so, das Geistliche zu bröckeln. Aber vieles, auch das Gemeindeleben, was ich dann so kennenlernen durfte, ja. So, was die Leute in Deutschland unter Gemeinde verstehen. Und weil schon vorher sich Geschwister von mir abgewandt haben, wo ich aber noch gar nicht in der Welt war, sondern aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in die Gemeinde gegangen bin und viele Geschwister wussten das einfach nicht, denke ich mal, dass ich nicht mehr da bin, aus gesundheitlichen Gründen. Und dann fing man an, mich nicht mehr zu grüßen. Ich war so verunsichert, ne? Und ich habe davon einfach so eine Überdosis gehabt. Und weil ich dann zu Hause keinen Halt hatte und in der Gemeinde keinen Halt hatte, dass ich auch eine ganze Zeit lang unterwegs war und einfach nicht wusste, wohin mit mir. So, wo soll ich jetzt hin? Und dann hinterher stand ich da orientierungslos und hatte nichts mehr gehabt. So, ja. Naja, und dadurch, dass ich dann solche Erfahrungen gemacht habe, habe ich dann irgendwie das irgendwie so in den falschen Hals bekommen, dass ich dann auch gedacht habe, Mensch, Markus, Jesus liebt dich gar nicht mehr. Versteht ihr? Ich habe so das so interpretiert und dann hatte ich keine Heilsgewissheit mehr. Und das war schlimm. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich abgerutscht bin. So, und dachte mir, okay, ich komme eh nicht in den Himmel. Ich habe es versaut. Und als ich in die Welt gerutscht bin, meine lieben Geschwister, es war eine schlimme Zeit für mich. Eine sehr schreckliche Zeit war das. Ich habe mich weiter tätowieren lassen. Ja, auch ein Grund, weshalb ich nicht mehr vor die Kamera wollte. Weil ich mich schäme, weil ich traurig bin. Diese Zeit hat mich gebrochen. Diese Zeit hat etwas mit mir gemacht. Ich habe darunter so gelitten, so extrem gelitten. Ich kann das mit Worten nicht fassen. Ich wollte das eigentlich nicht sagen. Und Bruder, du wirst dieses Video mit Sicherheit sehen. Aber ich möchte das einmal sagen, weil mich das schon sehr getroffen hat. Man weiß ja nicht, um wen es geht. Deswegen. Aber ich habe einen Bruder gefragt, vor kurzem. Ich habe gesagt, Bruder, warum hat mich keiner besucht? Warum war niemand da? Und dann sagte mir der Bruder, ja, was sollte man denn mit dir Gemeinschaft haben? Abgesehen davon, dass es ihm selbst auch nicht gut ging, aber einfach so, was sollte man denn mit dir Gemeinschaft haben? Du warst ja in der Welt. Das ist in Ordnung, wenn man so denkt, ja. Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, ich möchte niemals so sein. Ich möchte niemals so denken. Wenn Jesus so gedacht hätte, ach Markus, der ist ja jetzt in der Welt. Lass den mal. Dann wäre ich heute verloren. Ich danke dem Herrn Jesus Christus vom ganzen Herzen, dass seine Gedanken nicht wie unsere Gedanken sind. Manchmal frage ich mich, was
Die Geschwister darunter verstehen, dass wir so wie Jesus sein sollen. Um mich kurz zu fassen, als ich dann da wirklich so ganz einsam, verlassen und verloren saß, da kam Jesus. Und ich durfte ihn nochmal ganz neu kennenlernen. Ich habe den Herrn nie aus den Augen verloren. Ich war trotzdem jeden Tag im Gebet. Ich werde jetzt zusehen, weil ich wirklich schon seit einem halben Jahr auf dem Herzen habe, Videos zu machen. Die Videos, die ich gemacht habe, ich wollte ja auch nie ein großer Lehrer sein oder irgendwas. Ich wollte einfach nur Videos machen. Und das war auch damals meine Motivation, als ich anfing damit zu zeigen, dass er größer ist als unser Kummer, als unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Anfechtungen, unsere Baustellen, unsere Sünde, da wo wir gefallen sind. Und dass Jesus Sieger ist. Ein Sieger bringt erfolgreich das zu Ende, was er erfolgreich angefangen hat. Meine lieben Geschwister, mein Herz schlägt am meisten für die kaputten Geschwister, die ganz alleine dastehen. Das war ja schon immer so, auch wo es mir geistlich noch gut ging. Und das ist jetzt noch mal stärker geworden. Auch wenn ich vielleicht jetzt wieder E-Mails bekommen werde oder so. Ich kann momentan selber keinem helfen, meine Lieben. Ich bin selber ganz unten am Boden, ja. Ich möchte aber auch nochmal, ich habe es auf dem Herzen, auch wenn die Brüder das mit Sicherheit nicht wollen, das ist einmal der Bruder Pedro, den auch alle kennen, aber Pedro ist immer so weit weg, bei dem weißt du nie, wo er heute am Dienen ist, ja. Morgen in Saudi-Arabien, übermorgen auf dem Mond, du weißt es einfach nicht, ja. Aber ich hätte jederzeit bei ihnen sein können, nur wie gesagt, das sind immer andere Länder, da hatte ich einfach auch nicht die Kraft zu gehabt und auch die finanziellen Mittel nicht zu. Dann Bruder Vladi, dem es selber so schlecht geht, geistlich, hat es einfach versucht, mir da telefonisch beizustehen. Und ein Bruder und eine Schwester, die ich kennenlernen durfte, in der Zeit, wo es mir nicht gut ging, die wirklich Täter des Wortes waren. Und das ist der Bruder Sebastian und die Schwester Marie, weil die auch ein ganz, ganz großes Zeugnis da für mich gewesen sind. Der das Ganze eigentlich mit angeleiert hat, dass ich mich wieder vor die Kamera setze, das ist der Bruder Erik, den auch ganz, ganz viele kennen. Wo ich auch sagen muss, wo ich baff war, wo er einfach wusste, dass es mir nicht gut geht und der wohnt irgendwie 300 Kilometer von mir weit entfernt und dann einfach gekommen ist, ja, 300 Kilometer in eine Richtung. Vielleicht waren es auch 350 Kilometer, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ne? Auf jeden Fall nur in eine Richtung, er musste ja auch wieder zurückfahren. Einfach, um mit mir eine Stunde Gemeinschaft zu haben. So, ne? Das war schon beeindruckend für mich. Und ich wollte mich nicht mehr vor die Kamera setzen, meine lieben Geschwister. Weil ich mich, wie gesagt, auch sehr dafür schäme, so wie ich abgerutscht bin in die Welt und die neuen Tattoos, die dazugekommen sind und all diese Sachen, das sind so meine Kämpfe, wo ich mich auch sehr eingeschüchtert habe, einschüchtern lassen habe von Christen. Und der Bruder Erik hatte mir dann noch gesagt, Bruder, das ist Menschenfurcht. Der Herr hat mich wieder rausgeholt, ich bin abgerutscht, ja, und ich werde jetzt für den Herrn Zeugnis sein, so gut ich kann, und Zeugnis geben. Und es ist mir egal, was andere darüber sagen und denken, weil dieser Videochannel ist nach wie vor für die kaputten Geschwister, für die Traurigen, für die Kranken, für die Gebrochenen, dass sie erbaut werden, dass sie Heilsgewissheit haben, dass sie einfach fit sind für den Tag, wenn sie hier die Augen schließen müssen, ja, dass sie dafür einfach bereit gemacht werden. Und das möchte ich mit diesem Video-Channel machen, dass ich euch da mit dienen kann. Ob das 50 Menschen sehen, ja, oder 50.000, das ist mir egal. Wenn der Herr mich gebrauchen kann, dass eine Handvoll Menschen gerettet werden, dann freue ich mich, dann habe ich doch endlich mal irgendwas richtig gemacht in meinem Leben. Und zwar gehorsam zu sein. Ja, meine lieben Geschwister, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und danke auch für die ganzen E-Mails, die ich bekommen habe. Und die Geschwister, die halt immer auch gefragt haben, wie es mir geht und warum man von mir nichts mehr hört und so. Schön, dass ich da doch bei einigen im Herzen gewesen bin. Schön, dass es euch gibt. Der Herr segne uns alle mit viel Weisheit, viel Gnade, viel Glaube und viel, ganz, ganz viel Liebe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Shalom.